Also ich bin jetzt hier in der Jagd und wir suchen jetzt meinen Markus, damit der uns mal zeigt, wie das mit dem Voten überhaupt richtig funktioniert. Markus! Hi! Hi! Grüß dich, na? Hi! Kannst du uns mal zeigen, wie das mit dem Voten richtig funktioniert? Also der Markus, der hat sich jetzt schon mal eingeloggt bei Facebook und dann gehen wir jetzt mal auf die Akademie Jagd Facebook-Seite. Das könnt ihr dann zu Hause auch machen und dann zeigt der Markus mir mal, wie das mit dem Voten richtig funktioniert. So, wir sind jetzt hier auf der Jagd-Facebook-Seite und man geht hier einfach auf Fotos, klickt dann unter Alben und da müsste dann eben das Voting von letzten Semester von mir eben auch mit dabei sein. Hier haben wir es, hier ist das Titelbild. Okay. Hier ist dann nochmal die ganz kurze Beschreibung, wie es an sich so funktioniert und um was es überhaupt geht, wann das Voting erstellt wurde. Und von wem? Und dann habt ihr eben, wie schon gesagt, das Titelbild. Und dann klickt man sich einfach durch. Ne? Also okay, das ist jetzt immer ein Foto pro Designer, oder? Genau, das ist jeweils ein ausgewähltes, spezielles Bild, was eben, dieses Bild steht eben als repräsentativ für die komplette Kollektion des Designers. Okay. Und was mache ich jetzt, wenn ich das zum Beispiel total cool finde? Also und dafür voten möchte? Also voten tust du ja über Likes, findest hier aber auch nochmal zusätzlich die Informationen zu der Person, wie die Kollektion heißt, die Person, die dahinter steckt, für was die Kollektion steht, vielleicht auch noch Stofflichkeiten und Design oder Inspirationsquellen und genau, Kontakte und Links sind auch nochmal mit dabei zu den Designern. So, Lina, hast du alles mitbekommen? Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr das jetzt verstanden habt, wie Mette und Markus euch das Voting quasi erklärt haben. Also wie gevotet wird, ist einfach per Like stimmt ihr für euer absolutes Lieblingsdesign ab. Und die neuen Kollektionen von den aktuellen Designern, die jetzt bei der Fashion Show laufen, werden zum Wochenende hochgeladen. Da gibt es dann einen neuen Ordner auf der JAG Facebook-Seite. Und dann liegt es an euch, dann heißt es wieder Vote, Vote, Vote.